Kann Deutschland sich unendlich verschulden? Könnte man meinen. Schließlich gibt es allein jetzt schon eine Verschuldung von 2,4 Billionen Euro. Deutschland kann sich zwar weiter verschulden, aber hier kommt der Haken. Zinszahlungen. Denn Deutschland leiht sich das Geld von Investoren. Und die wollen natürlich Zinsen dafür. Und wer sind diese Investoren? Das können Privatpersonen, Banken, aber auch andere Staaten sein. Je mehr Schulden Deutschland aufnimmt, desto schlechter kann die Kreditwürdigkeit werden. Denn die wird auch daran ermittelt, wie die Staatsschulden im Vergleich zum Wirtschaftswachstum stehen. Bedeutet, Investoren überlegen es sich eher zweimal, ob sie Deutschland Geld leihen wollen, und verlangen höhere Zinsen. Und die müssen natürlich bezahlt werden, zum Beispiel in Form von höheren Steuern oder weniger Investitionen in Bildung und Infrastruktur.